Wie oft wurde eigentlich auf YouTube schon darüber geredet, ob ein neues Elektroauto der neue Tesla ist und wie wird das eigentlich begründet? Ich denke definitiv durch Innovation und wir schauen uns heute mal den NIO ET7 in dem ersten Fahreindruck an und checken, ob Themen wie Akkutausch gleichzeitig laden können, aber auch die Batterie upgraden zu können, das Ganze versprechen und ob man dadurch ein Stück weit sagen kann, dass der ET7 der neue Tesla ist. Jetzt hat er, jetzt wo Baustelle ist. Das ist neu, das war vorhin nicht. Schön hier lang. Ah, ich muss hier auf Starten klicken, oder? Ja, das hieß nur reinfahren und fertig. Ah, jetzt macht das. Als könnte ich jetzt ein Video anschauen, wenn wir fahren, oder? Ich finde es tatsächlich zu lang. Ich finde auch 100 kW Ladeleistung deutlich zu wenig. Und nicht vergessen, abonniert seinen Kanal. Er macht das richtig, richtig gut. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zu einem ausführlicheren Ersteindruck des NIO ET7. Wir konnten euch das Fahrzeug und auch den ET5, den kleineren Bruder, und den EL7, also das SUV auf dem ET7, bereits bei der Deutschlandpremiere in Berlin vor einem Monat zeigen. Jetzt ist es soweit, wir konnten einsteigen und wir konnten den Akku tauschen, wir konnten ihn laden und wir konnten schauen, wie sich das Fahrzeug auf der Autobahn, aber auch beispielsweise auf Landstraßen so schlägt. Und all das seht ihr in diesem Video. Und weil wir uns das Fahrzeug noch ein Stück länger ausgeliehen haben, schauen wir uns auch später noch an, wie es bei schlechteren Lichtbedingungen ist, also wie ist das Interieur mit Ambientebeleuchtung und Co. und auch wie sind die Scheinwerfer, all das gibt es hier bei Jonas. Starten wir aber ganz klassisch mit dem Roundup und dabei muss ich sagen, hat sich NIO mit dem ET7 wirklich ins Zeug gelegt. Das Design ist meiner Meinung nach eines der besten von den aktuell verfügbaren rein elektrischen Oberklasse-Limousinen. Gerade diese geschlossene Front sieht sehr, sehr gut aus und auch dieses Scheinwerferdesign, was direkt integriert ist, ja, das sieht schon sehr, sehr stimmig aus. Außerdem sieht man dem Fahrzeug auch an, dass es in München entwickelt bzw. designt wurde. Das sind einfach ziemlich viele europäische Designsprachen. Einzig die diese Sensoren auf dem Dach, die zur besseren Übersicht sorgen, ja, ich weiß nicht, die hätte man vielleicht schöner positionieren können. Die Felgen sehen in diesem Aero-Look sehr cool aus und auch das Heck mit dem leichten durchgezogenen Leuchtenband, was wirklich sehr filigran, aber in sich schön strukturiert daherkommt, steht dem Fahrzeug einfach und unterstreicht noch einmal dieses hochwertige Gefühl. Auch eine Willkommensbeleuchtung, die ihr hier habt, sieht sehr schön aus und das war es eigentlich zum Design. Denn all diese Details konnten wir euch bereits auf der Deutschlandpremiere in Berlin zeigen. Schaut euch also das Video an, wenn ihr das verpasst habt und wir kümmern uns jetzt erst einmal um das Neue, den Fahreindruck. Auch wenn man es auf der Landstraße vielleicht nicht zu sehr merkt, fehlt mir in dem Fahrzeug One-Pedal-Driving. Das ist aber auch ein Punkt, der bereits von der NIO-Community angemerkt wurde. Denn NIO betont ja immer wieder, dass die Fahrzeuge sich über die Zeit entwickeln werden und auch eben eng mit der Community gemeinsam entwickelt und vor allem verbessert werden. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass diese Funktion bald kommt. Heißt, dass ich eben nur noch über das Gaspedal das Fahrzeug fahren kann und fast nie die tatsächliche Bremse oder das Bremspedal an sich benötigte und vor allem zum Stillstand kommen kann. Ansonsten fährt sich das Fahrzeug auf der Landstraße aber sehr angenehm. Ich kann durch die verschiedenen Fahrmodes schalten und habe jetzt hier im Komfortmodus wirklich eine Sänfte, auf der man gleitet. Wir kommen da auch noch auf der Autobahn dazu und dann kann man in den verschiedenen, ja, Beschleunigungsstufen wählen. So gibt es den Sportmodus, da wird angezeigt, dass man in 5,9 Sekunden auf 100 ist und dann wird man auch immer daran erinnert, dass man im Sport Plus Modus eben in 3,8 Sekunden auf 100 km/h ist und das ist dann schon relativ schnell. Wenn ich da mal hier drauf schalte, so einmal drauf und dann drückt man da kurz drauf, da zieht es einen schon ordentlich durch das Fahrzeug. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Rekuperation im Sport Plus Modus deutlich höher ist als im Komfort Modus. Ich denke mal, das ist eine Abstimmungssache. Es ist ein Stück weit einfach, dass man dieses Gegenfedern im Sport Plus Modus eben dann entsprechend im Komfort Modus nicht hat, aber und das muss auch gesagt sein, das Ganze funktioniert sehr gut und intuitiv und das Fahrzeug lässt auch viel, viel mehr durch von der Straße, wenn man eben im Sport-Plus-Modus ist und dann ist es nicht mehr diese Sänfte, auf der man unterwegs ist. Die 648 PS hier im Fahrzeug merkt man dennoch sehr, sehr gut und die machen Laune und auch hier auf so einer Landstraße mit ein paar Kurven, da bewegt sich das Fahrzeug doch relativ agil, obwohl man ja mit über 5 Meter Länge nicht das kleinste Fahrzeug hier unterm Hintern hat und dementsprechend eigentlich auch eher
erwarten würde, dass es schwergängig ist. Das ist es nicht, auch wenn mir tatsächlich gerade in dem Vergleich zu vergleichbar großen Fahrzeugen wie einem EQS oder ähnlichen mir so ein bisschen die Hinterachslenkung fehlt, denn gerade dann auch im urbanen Bereich, dann spürt man das schon. Und auch hier, wenn die Straße schlechter ist im Sport Plus Modus, da wird schon einiges durchgelassen. Spätestens auf der Autobahn würde ich dann immer empfehlen, den Komfortmodus zu nehmen, auch wenn das Lenkrad leider sehr viel von der Straße mitgibt. Irgendwie vibriert er sehr stark und man spürt alles, was auf der Straße passiert. Ansonsten ist es aber ein sehr, sehr komfortables Fahren. Also das Fahrzeug federt gefühlt alles weg, was da irgendwo in den Weg kommt, seien es Bodenwellen, Unebenheiten oder sonstiges. Und das ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level, fast schon vergleichbar auch dann beispielsweise eben mit einem EQS von Mercedes, der ja ein klarer Konkurrent hier von dem ET7 eben von NIO ist und den auch NIO dann mit dem Fahrzeug entsprechend angreifen möchte. Und dazu muss es dann auch gute Assistenzsysteme haben und NIO nennt das Ganze Pilot, das ist dann der Nomi-Pilot, also Nomi unterstützt einen dabei natürlich und das ist dann eine Mischung aus einem adaptiven Tempomaten und einem Spurhalteassistenten. Wir haben aber auch Features beispielsweise wie eben den Spurwechsel und zukünftig wird auch autonomes Fahren möglich sein. Dafür hat NIO in den Fahrzeugen schon so viel Rechenleistung verbaut, die ungefähr auf dem Level von 100 PlayStation 5 liegen, also extrem viel, um es mal grob runterzubrechen, und das soll dann dafür sorgen, dass eben auch in Zukunft die Fahrzeuge clever, intelligent und noch mehr können, als sie aktuell schon können. Der automatische Assistent oder der Pilot ist dabei im Übrigen so gut, dass er insgesamt bis zu 180 km/h unterstützt. Das heißt, man kann hier jetzt gerade hochbeschleunigen lassen von 150 bis auf 180 und man fährt weiterhin mit dem Pilot, mit Spurhaltung und auch entsprechend mit dem adaptiven Tempomat. Und ihr merkt schon, die Windgeräusche werden jetzt etwas höher, aber tatsächlich erst so ab 170, 180. Alles, was darunter ist, ist wirklich sehr, sehr gut gedämmt und das hat mich echt überrascht. Wir probieren jetzt noch eine Sache, den Spurwechsel. Den gibt es nicht, weil wir hier gerade eine Phantom-Sache hatten. Nee, den Spurwechsel mag er dann nicht mehr. Ist aber auch okay. Ich denke, bei 180 sollte man lieber selbst entscheiden, wann man die Spur wechselt und das dann auch selber durchführen. Und das Fahrzeug kann insgesamt bis 200 km/h fahren. Das ist auch vollkommen ausreichend. Und wir sind vorhin eine längere Strecke mit 200 km/h gefahren und hatten dabei dann einen Verbrauch von 48 Kilowattstunden. Und das ist viel, aber das ist auch vernünftig, denn das liegt dann definitiv in der, ja, Verbrauchsklasse, möchte man fast meinen, von beispielsweise auch einem Audi e-tron GT oder eben auch dem EQS. Und wenn man dann immer im Hinterkopf hat, dass das Fahrzeug ja 648 PS hat, dann ist das schon wirklich okay. Und ich muss sagen, dieses Fahrzeug als Langstreckenfahrzeug kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Und ich denke auch, dass das Fahrzeug eher auf der Langstrecke zu sehen ist, als im Stadtalltag, Überland oder ähnliches, weil es einfach riesig ist. Und das muss man so sagen, es ist ein sehr langes und sehr breites Fahrzeug und es sind kurvige Landstraßen, nicht die Heimat von dem ET7, aber die Autobahn ist es definitiv. Und wenn es nach NIO ginge, würde man dann nach einer langen Strecke auf der Autobahn immer an eine Swapping Station fahren. Und deswegen sind wir auch gemeinsam nach Zusmarshausen gefahren, um uns die erste Swapping Station Deutschlands anzuschauen. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? In der Praxis ist es dann eine Swapping Station mit 13 verfügbaren Batterien, die ihr eben entsprechend austauschen könnt. Vorhin haben wir mitbekommen, dass man rein theoretisch für diese Anlage im Idealfall 550 Kilowatt Leistung benötigt, sodass diese schnell genug die Akkus wieder vollladen kann. Ich denke, dass es nicht überall möglich sein wird, aber das wäre die Optimalleistung. Man muss ja aber auch sagen, wenn jetzt hier eben nicht im Akkord, wie gerade hier auf so einer Presseveranstaltung, die Fahrzeuge kommen, dann hat das natürlich Zeit. Denn so eine Batterie kann dann deutlich langsamer laden und wenn die Station weiß, dass entsprechend dein Fahrzeug hierher auf dem Weg ist, dann kann zur Not ja auch nochmal die Ladeleistung hochgepowert werden. So zumindest die Theorie. Wir fahren jetzt aber mal rein und schauen uns an, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert. Und das machen wir natürlich Jonas typisch praxisnah. Bedeutet, wir nehmen euch den kompletten Vorgang mit. Wenn es euch im Detail nicht interessiert, dann skippt den Bereich hier einfach und schaltet direkt zum Laden. Mir war es aber wichtig, euch einfach mal zu zeigen, wie dieser Vorgang im Detail funktioniert. Bedeutet, wenn ihr mit eurem NIO-Fahrzeug nicht wie hier auf einer Presseveranstaltung 10 Fahrzeuge gleichzeitig, nein, ihr irgendwann mal im Alltag an diese Station heranfahrt, um dann ganz entspannt den Akku tauschen zu können. Dazu gibt es im Lademenü, was wir uns später noch einmal im Detail ansehen, dann
dann die NIO Power Swap Station als einzelnen Ladepunkt. Hier seht ihr dann alle verfügbaren Batterien, die Öffnungszeiten und auch die Zahlungsbedingungen. Aktuell ist das Ganze noch kostenlos, zukünftig kostet aber wahrscheinlich ein Wechselvorgang 10 Euro und ihr zahlt dann die Differenz der Kilowattstunden zwischen dem, was ihr habt, in unserem Fall also gerade diese 59% und dem Prozentsatz, den eben die neue Batterie hat, die ihr dann bekommt. Und auch wenn ihr den Akku tauschen würdet, würde sich hierbei nichts ändern. Einzig eure monatlichen Kosten sind dann anders. Das Ganze wird tagegenau abgerechnet. Eine Batterie kostet im Übrigen mit 75 Kilowattstunden aktuell 169 Euro im Monat. Und wenn ihr 100 Kilowattstunden haben wollt, sind es 98 Euro mehr. Den Vorgang startet man dann bequem auf dem Display, wenn man sich der Station nähert. Dann sieht man die Kamera und die Swapping Station links als 3D-Element und man muss sich in einem Viereck positionieren, denn dann weiß das Fahrzeug exakt, wo es steht und macht den Rest eigentlich von selbst. Man kann dann den Parkvorgang beginnen, auch wenn ich nicht weiß, ob man das nicht hätte cooler nennen können, und dann startet das Fahrzeug und lenkt, bremst und gibt natürlich auch Gas. Das kennt man ja mittlerweile von verschiedenen Parkmanövern, aber hier geht es einfach darum, dass das Fahrzeug dann selbstständig in diese Box hineinfährt. Da ruckelt es ein bisschen, weil es eine Rampe hochgeht und das Fahrzeug positioniert sich dann innerhalb von dieser Box selbst. Dazu dient zum einen die Box, aber auch die verschiedenen Kamerasysteme, und hierbei sieht man auch gerade noch einmal, wie gestochen scharf die Kameras sind. Das ist schon beeindruckend, was NIO hier verbaut hat, denn das hat nichts zu tun mit vielen anderen Rückfahrkameras, die man sonst so kennt. Wenn man dann in der Box angekommen ist, stellt man ein, dass man eben den Batteriewechselvorgang starten möchte. Das Fahrzeug überprüft selbst seine Position und alle Informationen und fährt sich dann nach kurzer Zeit komplett herunter. Dann bestromt das Fahrzeug nur noch die 12 Volt Batterie und ihr könnt nichts mehr machen. Die Massage geht aus, die Musik geht aus, ihr seid quasi im Fahrzeug sozusagen gefangen und dann positioniert sich das Fahrzeug noch in der Station. Dazu gibt es Rollen auf dem Boden, die dann wie ein Förderband das Fahrzeug so positionieren, dass es perfekt dasteht, denn dann geht es los, der Boden öffnet sich und das Fahrzeug wird das erste Mal angehoben. Während des gesamten Vorgangs bleibt man im Übrigen im Fahrzeug sitzen, es gibt ein Licht von oben und durch das große Glaspanoramadach wird es also nicht dunkel im Fahrzeug. Die untere Station fährt heran und schraubt 10 Schrauben aus dem Fahrzeug heraus, um anschließend den leeren Akku von euch herauszunehmen. Und im gleichen Atemzug fährt dann das Fahrzeug auch wieder herunter, bleibt auf den Rädern stehen und auch der Boden schließt sich wieder und dann wird die Batterie durch eine der 13 anderen Akkus in der Swapping Station ersetzt. Ihr könnt also auswählen, wollt ihr wieder 100 Kilowattstunden oder 75, und ihr seht auch, was ihr für eine Kapazität habt, und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Das Fahrzeug wird angehoben und die Batterie fährt an die Stelle, wo zuvor eben keine war, denn ihr hattet ja gerade für eine oder zwei Minuten keinen großen Akku im Fahrzeug. Das Ganze wird dann wieder verschraubt und interessant ist hierbei, dass es eben nur diese 10 Schrauben und im Endeffekt 4 Steckverbindungen sind. Bedeutet einen Plus-, einen Negativpol und dann noch 2 Anschlüsse für die Batteriekühlung, und dann fährt sich das Fahrzeug wieder hoch, die Ampel schaltet auf grün und ihr könnt herausfahren. So gut, so einfach, und viel mehr ist es dann tatsächlich auch nicht, und ihr könnt euch dann wieder auf den Weg machen. Und ich finde den Vorgang sehr praktisch. Es hat auch bei den Fahrzeugen, wo es geklappt hat, sehr zuverlässig funktioniert. Meiner Meinung nach ist es aber natürlich nicht immer der Fall, dass man tauschen kann, und dementsprechend sind wir dann noch zum Laden gefahren. Nach mehreren Kilometern Autobahn haben wir es jetzt geschafft und der Akku ist in dem Bereich, wo wir sagen, wir wollen den laden, denn wir haben jetzt hier extra noch mal eine längere Zeit gewartet. Die Lademöglichkeit ist dann hier hinten, einmal draufklicken, dann öffnet sich diese elektrisch, das Ganze wird dann auch elektrisch wieder geschlossen und es gibt keine Stopfen oder ähnliches, um hier dann entsprechend den DC-Anschluss zu verstecken. Wir entsperren aber jetzt hier die Ladesäule, eine Ionity in dem Fall, natürlich mit Elva, denn es ist einfach mein Ladeanbieter der Wahl. Ich mag es einfach, wie einfach das Ganze funktioniert. So, den Ladeplatz auswählen, Ladevorgang starten, Zahlung akzeptiert und dann kann es schon losgehen. Einmal Stecker nehmen und hier anstecken. Und versteht mich nicht falsch, die meisten, die die Videos zum NIO ET7 gemacht haben, die machen das Ganze mit dem Hintergrund, hey, das Swapping ist neu und cool, und ich verstehe das, und wir haben es euch ja jetzt auch gezeigt und ich finde es auch sehr interessant, aber eben nicht nur den Punkt zu tauschen und das als Konzept zu sehen, wo man dann eben mit so einem Auto nur noch zum Wechseln fährt. Nein, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade für die ersten Kunden jetzt zu wissen, wie lange so ein Fahrzeug überhaupt lädt. Denn wenn ihr aktuell das Fahrzeug entweder im Abo oder eben
auch im Kauf, Leasing oder der Finanzierung bei euch zu Hause stehen habt, dann werdet ihr natürlich auf Langstrecken öfter hier an der Schnellladesäule stehen. Und da sind wir jetzt mit 14% angekommen und schauen einfach mal, wie lange wir benötigen, von 14% auf 80%. Wir sollten hier den kleinen Akku drin haben, also die 75 Kilowattstunden. Das werden wir aber auch gleich herausfinden. Und wir schauen mal hier, 104 kW Ladeleistung gerade bei 14%. Vielleicht geht es noch ein bisschen hoch. Wir werden das mal beobachten und für euch herausfinden, wie lange ihr dann tatsächlich mit dem Fahrzeug warten müsst, wenn ihr auf der Langstrecke unterwegs seid. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns mal das Infotainment an. Wir hatten euch das Infotainment ja schon kurz in Berlin gezeigt. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal im Detail drauf eingehen. Ich finde, dass das Ganze sehr flüssig und intuitiv funktioniert und mir gefällt auch diese Home-Übersicht hier sehr, sehr gut. Denn immer wenn man hier unten drauf kommt, dann hat man entsprechend wieder diese Ansicht hier. Diese Kacheln hier unten kann man dann anpassen, je nachdem, was einem besser gefällt, kann man da drauf gedrückt halten und dann das entsprechend einstellen lassen. Und man hat hier unten die Übersicht und die verschiedenen Apps. So kann man dann hier zu den Einstellungen gelangen. Das Ganze funktioniert aber auch hier unten über den Knopf und so kann man sich dann durchs Menü hangeln. Was ich nicht ganz so gut finde, ist die Tatsache, dass man hier die Verbrauchsdaten immer erst zurücksetzen muss und diese sich dann hier instant quasi nur auf die letzten 10 oder 100 Kilometer beziehen. Da wäre eine Zwischenstellung noch ganz nett und auch, dass hier der Batteriestand dann nur monatlich oder jährlich da ist, vielleicht einfach da noch ein, zwei Unterscheidungen zu haben, wäre ganz nett. Die Batterie hat dann hier ihre eigenen Möglichkeiten, so kann man die Ladeerinnerung justieren und auch die Batterievorheizung während der Fahrt kann hier eingestellt werden. Außerdem bekommt man dann sämtliche Übersichten und eben auch Inhalte. Man kann dann die ganzen Einstellungen vornehmen. Hier ist relativ viel und sehr detailliert. NIO selbst sagt zwar, dass sie aufgrund der vielen Funktionen, die mittlerweile in solchen Fahrzeugen hier sind, nicht mehr ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten bieten wollen. Aber ich muss auch sagen, dass hier schon sehr, sehr viele Untermenüs und Punkte sind. Allein wenn man sich das hier anschaut, wie viele Sachen es dann gibt, da passiert schon sehr, sehr viel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der aktive Fahrspurwechsel immer rausgenommen wird und man den aktiv erst hinzufügt. Fügen muss, bevor er dann funktioniert. Aber wenn es dann hinterlegt ist, dann funktioniert es tatsächlich recht gut. Und auch Nomi, also den intelligenten Assistenten, kann man hier dann entsprechend noch einstellen. Und so hat man nahezu alle Möglichkeiten hier in diesem Bereich. Wie geht es dann weiter? Wir haben dann zum Beispiel hier den Bereich Medien und innerhalb der Medien kann man dann die Apps aussuchen. NIO selbst sagt, dass sie Tidal empfehlen würden, weil diese Dolby Atmos unterstützen. Leider war hier jetzt keine Tidal-Mitgliedschaft hinterlegt und so haben wir dann nur Spotify genutzt. Das Ganze sieht sehr ähnlich aus, wie wir es auch beispielsweise aus Volvo-Modellen, aber auch vom Tesla kennen und das ist dann entsprechend intuitiv und funktioniert wirklich gut. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel hier sehr groß euch das Wetter anzeigen zu lassen und die Außenkameras abzuspielen und in dem Kameramenü, so rum, habt ihr dann die Möglichkeit, auch den automatisierten Parkassistenten zu starten. Das geht nur hier drin und da habt ihr dann eben sämtliche Möglichkeiten, hier nochmal verschiedene Ansichten und so weiter zu wählen. Ich finde das sehr, sehr gut und vor allem auch hier die Kameraperspektiven, wenn man sich das einmal anschaut, die sind echt gestochen scharf und das, obwohl wir jetzt dann doch eher Nacht haben. Das heißt, hier ist es zwar leicht leicht rauschend einfach, aber nicht zu sehr. Das ist insgesamt sehr gut und intuitiv. Das Telefon ist hier drin nur per Bluetooth verbunden und es wird auch keine Option geben, beispielsweise CarPlay oder Android Auto zu nutzen. Finde ich sehr schade, einfach weil es dann doch oft einfacher ist, den eigenen Musikanbieter oder auch mal schnell Apple Music, Spotify hin und her zu wechseln und vor allem auch Nachrichten zu beantworten während der Fahrt. Das alles geht hier leider noch nicht und es wird auch nicht kommen. So wurde es uns gesagt, einfach weil NIO davon ausgeht, dass es intuitiver ist, wenn es direkt im Fahrzeug ist. Das lassen wir an der Stelle dann einfach mal so stehen. Die Klimatisierung wird im Übrigen auch komplett über das Display gesteuert. So kann man hier zum einen dann die Rücksitze noch steuern. Hinten gibt es aber ein eigenes Bedienteil, was auch über Touch das Ganze ermöglicht. Man kann dann hier alle Einstellungen vornehmen und auch den Luftstrom per Touch entsprechend einstellen. Und das erinnert schon, muss man sagen, sehr an Tesla, was diese Einstellung hier angeht. Was dann aber sehr schön ist, ist die Möglichkeit, hier entsprechend auch die Lüftung an allen Sitzen einzustellen und auch die Massage. Das ist eben hier alles hinterlegt und auch eine Möglichkeit, einen Duft
Duft versprühen zu lassen in zwei verschiedenen Intensitäten und in drei verschiedenen Düften. Das geht alles hier über diesen Klimabereich, der sich dann so auf das ungefähr zwei Drittel des Displays auftut. Und dann müssen wir uns natürlich noch die Navigation ansehen. Und da haben wir zum einen hier von anderen amerikanischen Herstellern bereits bekannt, die Möglichkeit, uns direkt auf der Karte Ladesäulen anzeigen zu lassen. Und dann sehe ich hier zum Beispiel, dass 4 von 4 Ladesäulen verfügbar wären bei der Ionity. Das passt nicht ganz, denn hier gibt es zum einen 6 Ladepunkte und von denen 6 sind 2 belegt. Das heißt, in Summe stimmt es schon, weil natürlich dann 4 verfügbar sind. Aber ja, da fehlt irgendwas in der Datenbasis. Wenn ich hier hinten noch bei der Fastnet schaue, die hier am gleichen Ladepunkt ist, da stimmt das zumindest. Aber da sind von diesen 6 Ladepunkten 2 Shademo. Das heißt, das ist nicht so ganz hilfreich, weil man dann natürlich auch sagen muss, dass man hier keine Informationen darüber bekommt, mit wie viel kW Ladeleistung man hier an dem Standort laden kann. Und das bringt uns zum nächsten Punkt der Navigation und dafür lassen wir uns einmal nach Berlin fahren. Also hier aus der Nähe von Augsburg bis nach Berlin und wir schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir sehen 2 Aufladungen notwendig und dann kann ich hier tippen, um den Ladeplan einzustellen. Das heißt, das Fahrzeug plant intelligent Ladestops mit ein. Wo eher so semi-intelligent, denn man muss sagen, dass man jetzt hier zum Beispiel sieht, dass wir in Ingolstadt schon laden sollten. Das sind aber von hier gerade einmal circa 60 Kilometer. Und ich kann hier jetzt einen anderen Punkt auswählen, der auch entlang der Route liegt. Und dann wird das Ganze umgeleitet, beziehungsweise bekommt man dann einfach einen zusätzlichen Ladepunkt. Ich könnte noch einen antippen und diesen auch noch hinzufügen. Das ist weiterhin ein HPC-Charger. Und dann lade ich jetzt auf einmal 4-mal nach Berlin, statt den ursprünglichen 2-mal, die angeschlagen waren, für diese 586 Kilometer. Das kann ich mir so ganz nicht vorstellen. Wir lassen das Ganze nochmal rechnen. Und vielleicht muss ich dann hier schauen. Ne, er nimmt jetzt die anderen beiden Ladepunkte entsprechend raus und navigiert uns jetzt cleverer. Denn jetzt haben wir 2 Ladestops, auch wenn die nicht ganz passen, mit 1 Stunde und 47 Minuten, beziehungsweise knapp 2 Stunden Ladezeit. Da muss eine Software auf jeden Fall nochmal nachgelegt werden. Wir hatten es in Berlin gesehen, da hat es ganz gut funktioniert. Da hatte man auch eine schöne Übersicht von dem Ladevorgang oder von den Ladestationen dann auch entsprechend. Wenn ich jetzt hier auf Starten klicke, habe ich dann aber diese Route und sehe dann auch hier nur die Abbiegungen und keine Gesamtübersicht. Dazu kann ich dann hier nochmal draufklicken. Aber, das muss man sagen, es ist eine Routenplanung verfügbar. Sie weiß zumindest, wann man wo laden muss und die Zeit, wie lange wir laden, die sehen wir ja jetzt gleich. 15% auf 80% in 40 Minuten und das, obwohl wir eine kurze Ladeunterbrechung hatten. Wir haben es dann zusammengerechnet und kamen jetzt eben auf den Wert. Und in der Zeit wurden 64 Kilowattstunden nachgeladen. Und das bedeutet, wir wurden ein bisschen verkohlt, denn wir haben in Zusmarshausen statt dem 75 Kilowattstunden Akku einen 100 Kilowattstunden Akku bekommen, um ihn dann eben weiter zu transportieren. Und da muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach auch der sinnvollste Aspekt an diesen Tauschstationen, dass man eben von einem kleinen Akku auf einem großen umstellen kann, um dann eben entsprechend für den Urlaub beispielsweise oder einfach für eine längere Fahrt den großen Akku zu nehmen und im Alltag nur den kleinen. Das spart dann Kosten und natürlich auch Ressourcen, denn so muss man nicht immer 100 Kilowattstunden oder perspektivisch 150 Kilowattstunden mit sich rumfahren. Wir sind jetzt aber 40 Minuten für diesen Zeit- oder für diesen Ladebereich. Ich finde es tatsächlich zu lang. Ich finde auch 100 kW Ladeleistung deutlich zu wenig für so einen großen Akku. Wenn man dann nur überlegt, dass beispielsweise bei einem Tesla Model S weit über 200 kW dabei sind, wenn man einen EQS sieht oder auch einen BMW i7, die alle in dieser Preis- und Größenklasse spielen, die auch mit 400 Volt Ladetechnik dann über 200 kW Ladeleistung können, oder beispielsweise, wenn ich nur an den Audi e-tron GT, der da hinten gerade noch steht, denke, oder auch an den Porsche Taycan, die dank 800 Volt Technik noch schneller laden können und dann mit 270 kW Ladeleistung ihre Akkus befüllen und nach 20 Minuten weiterfahren können. Da steht ja einfach nicht gut da, wenn es um das Thema Laden geht. Und das ist mir extrem wichtig, denn wie vorhin schon angesprochen, die meisten von euch werden einfach das Auto laden. Und das nicht nur zu Hause, nein, auch auf Langstrecken. Denn wir haben ja vorhin im Fahreindruck auch gesagt, das Fahrzeug ist mega gut auf der Langstrecke. Wenn ich dann aber 40 Minuten laden muss, dann ist mir persönlich das deutlich zu lang. Schreibt ihr aber gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und nein, das war es dann noch nicht zu dem Fahrzeug, denn es gibt noch einige Punkte, über die wir reden müssen. Zum Beispiel über Nomi, den intelligenten Sprachassistent, der ein
ein eigenes Gesicht hat, was ich drehen kann und jeden im Fahrzeug ansprechen und auch beantworten kann. Das Ganze funktioniert mittlerweile auf Deutsch und ziemlich zuverlässig. Manche Befehle könnte man noch überarbeiten, aber hey, es ist die erste Generation. Nomi thront dabei mittig oben in dem Interieur und darunter habt ihr dann das große Display und ein extra Fahrerinformationsdisplay. Mir persönlich gefällt, wie freistehend das Display in der Mitte steht und ich finde es auch nicht zu klein, was andere Tester meinten. Die Mittelkonsole finde ich hier in der Ausführung etwas günstig. Mir gefällt einfach diese Plastikhaptik nicht und auch dieses Schwarz-Weiße macht es nicht wertiger. Nicht so aber im Vorn, denn dieser ist wirklich perfekt. Mir gefällt die Verarbeitungsqualität und auch die Sitzposition. Man sitzt ein Stück weiter hinten, als man es von anderen Fahrzeugen gewohnt ist und das ist auch ein Grund, warum man die Rücksitzbank nicht umklappen kann, aber dazu später. Wenn man hinten fährt, fühlt man sich wie früher in einer S-Klasse, auch wenn die Sitze nicht ganz so bequem sind, hat man ein wunderschönes Ambiente unter dem riesigen Glas-Panoramadach und auch ein extra Display, über das man nahezu alles im Fahrzeug steuern kann. Die Türen lassen sich über einen Knopf öffnen und die Fensterverriegelung ist leider in die falsche Richtung positioniert, also nach hinten ziehen zum Schließen, aber das werden sie sicherlich noch ändern. Ansonsten gibt es auch viele schöne Spielereien im Lichtbereich. Mir persönlich gefällt diese passive Ambientebeleuchtung, da gibt es nicht zu viele ins Gesicht schreiende Linien, sondern das Ganze wirkt sehr diffus, ist aber dennoch sehr hochwertig und macht den Innenraum bei Nacht schön hell. Einzig die Spiegelung in der Frontscheibe ist mir negativ aufgefallen und dann haben wir natürlich wieder das Schwarz-Weiß, was angestrahlt wird. Ihr könnt dann aber nahezu alle Farben einstellen, es gibt vorselektierte Modi und ihr habt so alle Möglichkeiten der Individualisierung, um euch euren Innenraum entsprechend anzupassen. Ich finde es sehr hübsch und es ist auch stimmig gestaltet. Außerdem hat NIO wie andere E-Auto-Hersteller ein Dashcam-Feature und auch eine Art Sentry-Mode. Hierbei wird dann aufgezeichnet, wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert. Einziges Problem daran, man kann die Videos auch ansehen, wenn man unterwegs ist. Unterwegs ist man dann mit einem ziemlich entspannten Verbrauch, denn wenn man auf der Autobahn zu ca. 120, 130 fährt, liegt dieser bei um die 23 Kilowattstunden und das bei wirklich kalten Temperaturen um die 10 Grad. Und in der Innenstadt schafft man dann Werte von um die 16 bis 17 Kilowattstunden, was für die Größe an Fahrzeug wirklich sehr, sehr vernünftig ist. Nein, wir sind immer noch nicht am Schluss und so zeige ich euch hier noch das Head-Up-Display, denn das war mir wichtig, euch zu zeigen. Im linken Bereich könnte dann optional noch das Fahrerassistenzsystem angezeigt werden. Ich finde es aber sehr schön und minimalistisch. Das passt einfach ins Gesamtbild. Augmented Reality oder ähnliches sucht man hier aber vergebens. Kommen wir jetzt noch zum Licht und da muss ich noch einmal betonen, wie schön die Scheinwerfer und Heckleuchten designt sind, denn dass wir hier nicht nur ein Leuchtenband haben, sondern auch eine Struktur in diesem, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Scheinwerfer sind dann aber technisch leider ein bisschen hinten an, denn sie können nur aufblenden und abblenden und ich fand auch, dass das Licht nicht extrem hell war. Es ist ein vernünftiges Licht, aber wir kennen in der Klasse deutlich bessere und es war auch an manchen Stellen etwas fleckig und das, obwohl wir eine Linse verbaut haben. Was man aber zugute halten muss, ist, dass die Abblendautomatik zuverlässig funktioniert hat und auch nicht zu lang benötigt hat und auch bei Städten oder entsprechenden Schildern und dem Gegenverkehr abgeblendet hat. Eine Matrix-Funktion wäre dennoch wünschenswert. Wenn wir über wünschenswert reden, müssen wir uns auch dem Kofferraum widmen, denn dieser ist zwar groß, bietet aber im unteren Bereich kaum Platz. Das bedeutet, ihr seid wirklich auf diesen limitiert und ihr könnt die Rückbank nicht umklappen, habt nur eine Schießsackdurchreiche. Ich denke, das liegt am Design der hinteren Sitzreihen und einen Frunk sucht man leider auch vergebens. Hier könnte man also definitiv noch nachbessern. Knapp 70.000 Euro ohne der Batterie oder ab 1.400 Euro monatlich. Das sind die Preispunkte zu dem Fahrzeug und man muss sagen, da macht es der Konkurrenz schon sehr, sehr schwer. Was sind die Nachteile? Das haben wir gerade gesehen. Das Thema Ladeleistung muss definitiv verbessert werden, denn bis wir, weiß ich nicht, 1.000 Ladepunkte bzw. Tauschpunkte von NIO in Deutschland haben, wird es noch eine Zeit dauern und bis dahin muss man das Fahrzeug eben laden. Meiner Meinung nach ist die Tauschaktion ganz interessant und man kann es im Alltag auch nutzen, aber eben nicht als Ersatz zum Laden. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure zu dem Thema und gespannt bin ich auch auf den NIO ET5, der Konkurrent zum Model 3. Der wird nächstes Jahr schon folgen und deswegen solltet ihr jetzt den Kanal hier abonnieren, um das dann nicht zu verpassen. Und hier oben seht ihr unseren Ersteindruck und auch einen Ersteindruck zum ET5 und EL7. Und hier unten zeigen wir euch, was es sonst noch so aus China gibt.